Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, wir sind in frostigem Lande unterwegs und versuchen unser Schicksal zu erfüllen. Wo komme ich denn darüber? Man weiß es nicht. Das finden wir noch irgendwann heraus. Hier ist wieder Eis. Eis kann ich nicht entfernen. Die machen wir runter. Ach nee, die ist schon unten. Gucke erstmal, ob hier noch was ist. Das sind die Finsterzeitpfütze, die den Weg blockiert. Da unten ist momentan eh nix. Dann auf die Finsterzeitpfütze. Um Gottes Willen. Okay, wir kämpfen auf Reichweite. Und mit vielen Bonbons. Ich muss eben kurz gucken, diese Einheinis da. Haben die eine bestimmte Schwäche? Feuer! Wir haben endlich Gegner, die Feuer hassen. Ja, Rabbit Luigi unterstützt uns in diesem Kampf mal. Weil Rabbit Luigi so gut wie bisher gar nicht vorkam. Der soll auch mal seine Chance haben. So, rüber da. Eine großartige andere Wahl haben wir gerade eh nicht. Ah, der trifft offenbar alle Gegner in einem Bereich. Muss ich mir merken, das ist eigentlich auch recht praktisch. So, gegen die großen, Hellensicht und Feuer. Brenne ich den direkt weg, wenn er angerannt kommt. Rebella lasse ich auch mal in die Nähe ziehen. So, ist er lang gerannt, komm. Ah, der will so nicht, okay. Ist nicht in Schockwellenreichweite, was perfekt gegen die Bonbons ist, fällt mir gerade ein. Den wollte ich nicht damit treffen. Warum ziehen denn auch erst die Bonbons los? Nein, eingefroren. Das ist wahrscheinlich wie damals, dass man sich nicht bewegen kann. Ja, ist es. Schockwellen! So, dich grätsch ich. Ach stimmt, Rebella kann sich doch gerade gar nicht bewegen. Ich hab's direkt vergessen. Aber der ist nicht wie der andere Gegner. Breakdance! So, ist der tot, wenn ich ihn angreife? Nein. Das ist jetzt doof. Aua. Warte mal, ich kann den mit Raserei wegmachen. Okay, von dem will man weg, wenn er stirbt. Kann ich direkt beide Bonbons treffen? Ja. Weg mit euch. Zwecklos.
Keine Chance. Genau richtig. So, Rebella mal geheilt. Wir gehen besser nicht durch die Röhre. Wir kriegen dann direkt einen richtig hart ab. So. Sind bereit. Und sind eingefroren. So, ich hier dann booste mal alle. Dann machen wir den Gegner direkt auch mal schwächer. Perfekte Kombination. Ich greife erst mit Rebella an. Am Ende steht der doof. So, Feuer! Bitte irgendwo hin, wo ich nicht in der Nähe stehe. Perfekt. Da kannst du deinen Pups rauslassen. So, wir haben zwei Bonbons. Nein, 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 nein. So, einen lasse ich weiter vorne. Ich will nämlich die Bonbons gleich werfen. Okay, dann jetzt mit Mario. Tschüss. So, kannst ruhig bewegen. Genau. Ja, boing. Da hast du recht. Boing. Je mehr der abkriegt, desto besser. Auch mit dir. So, mit ihm springe ich dahin. Ist tot. Wir haben ihn tot gekommen, gut. Mario war noch im Bereich. So, so weit wie möglich nach vorne. Jetzt nutzt schon den Teamsprung. Ich treffe hier eh keinen. So, ein Stück zurück, damit Rebella ihn ausnutzen kann. Dann machen wir wenigstens noch ein paar Felder gut. Mit ihm kann ich die Höhe nutzen. Dann komme ich auch weit. Ja, und dann kann ich eine Runde beenden machen. Die kommen eh nicht weit genug. Ich habe gehört, ich werfe jetzt die ganzen Bomben da hoch.
Kann ich mit denen durch die Röhre? Sonst noch wer? Ja. Ja, kann ich. So, dann machen wir es jetzt mal richtig perfekt. So wird man Bonbons los. Sieht aus, ich hätte vorher den Teamsprung nach oben lassen sollen. Feuer und schießen. Mehr brauche ich nicht. Dann ist er tot. Ist nur nicht da, wo ich bin. Ah, natürlich rennt er genau zu meiner Position. Ich hätte vorher noch boosten können. So, der kann mir egal sein. Die kommen nicht mehr bei mir an. Wir haben es geschafft. Ach, Arcteorit. Wir haben einen neuen Spark bekommen. Wir haben jetzt die Frostbeulen. Ich weiß nicht, was das im Eisgebiet bringen soll, aber wir haben ihn. Wir haben jetzt einen Eisspark. Ich beschwere mich nicht. Und er hat jetzt auch sein Level 3. Welche Stufe brauchen wir denn für die nächste? Hält Stufe 15. Das kann ein bisschen dauern. Ja, dann rein da. Okay, neue Karte? Eventuell? Nee. Der Weg wurde geöffnet. Ab nach oben. Zum Glück ist das Rätsel hier nicht besonders schwer. Runter damit. Geld. Ich finde, man hätte sich den Höhenübergang sparen können. Ich denke mir auch, in so einem Gebiet, da hätte ich lieber eine Jacke anziehen sollen. Da ist wieder einer von diesen Gegnern von gerade eben. Ich wollte jetzt einen von den Swamp Dudes sagen, aber die hatten keinen. Das waren die Brutalos. Okay, wir haben Luigi jetzt mal anständig ausprobiert. Ich nehme ja aber Luigi jetzt. Weil dann kann ich den einen auf Reichweite halten. Luigi will ich eh auf Reichweite halten, also kommt, nutzt ihn aus. Ich guck mal, wie weit komme ich denn, wenn ich hier durch die Röhre gehe. Auch relativ weit. Ich will aber nach da unten.
So, der kriegt direkt zwei Bonbons ab. Das wird jetzt gut. Der ist jetzt tot. Ja, schön, wenn er bei seinen Kollegen stehen geblieben wäre. So, ihn greife ich mir möglichst mit sehr viel Abstand an. Je weiter weg, desto besser. So, du sollst dich ruhig ein paar Meter bewegen. Treffe ich dich auch schon von oben aus? Ja. Er soll ja angerannt kommen. Tschüss. Ich sagte tschüss. Der Schockwellen-Dude ist richtig geil. Das war easy. Wobei komme ich da trotzdem nicht. Der kalte Schlund des Berges. Wir sollten eventuell auch mal hier uns die Erinnerung angucken. Auch hier von dem Ort, wo wir vorher waren. Man kann viel über die Rabbits auf den Flockenbrocken sagen, aber leicht entmutigen lassen sie sich nicht. Obgleich dort immer Winter herrscht, kann Extremwetter dazu führen, dass Bergpfade unzugänglich werden. Aus diesem Grund verlassen sich die Rabbits nicht darauf und banden sich ihre eigenen Wege zum Gipfel. Selbst ein Besuch bei Madame Boastella ist nicht immer möglich. Einem Ort, der im Ruf steht, seinen Kunden das ganze Jahr über zu vermitteln, dass sie verloren sehen. Man kann viel über die Rabbits... Ach so, ich hätte sie auch vorlesen lassen können. Okay, das nächste Mal lasse ich sie vorlesen. Erstmal gar nicht drauf geachtet. Da unten ist eine Röhre. Will ich in diese Röhre? Hier ist auch nochmal eine Höhle. Höhle. Hier ist eine Herausforderung. Das Team, was ich jetzt gerade habe. Besiege Sniper. Okay, ich muss den Scharfschützen ausschalten. Beziehungsweise die Scharfschützen. Hey, Mario wäre jetzt hier nicht so dumm gewesen. Erstmal verpacke ich dir eine Grätsche. Dann Teamsprung. Habe ich gerade Bowser gehört? So, mit Feuer will ich ihn attackieren. Oh, Luigi kriegt noch mal ein bisschen Bewegung. Das war nicht gewollt. So, dich kann ich totgrätschen. Ich weiß, die Deckung bringt mir hier gerade richtig viel. Fliesch. Nee, würde mir nichts bringen. So, dann machen wir das einmal so. Raus aus deinem Versteck. Und dann snipen wir dich.
Hat prima funktioniert. Sind es nur die drei Sniper vom Anfang an? Also die zwei, die jetzt noch leben? Ne, da ist auch noch einer. Drei müssen wir noch vernichten. So, zuallererst den Eisenblick. Und dann snipp ich den. So, ich will nur ein bisschen Reichweite hier. Gebe Mario dann aber auch noch den Teamsprung. Ich habe es gerade irgendwie geschafft, auf dem rumzurutschen. Okay. Ich wollte eigentlich näher rangehen und dann Schockwellen machen. Zack. Okay, es kommt keiner näher ran. Die Eishainis, die nerven. Und Rebella ist down. Ich will dich zuerst down haben. Hat Mario schon wieder erwischt. Na gut, da will ich ihn eh nicht wegbewegen. Der da unten kommt langsam näher. So, du, verzieh dich. Dann gönne ich Mario natürlich seinen Sprung. Sollte auszeichnen, dass ich ihn auf den Kopf hüpfen kann. Okay, ich habe die Hex aktiviert offenbar. Weil ich konnte gerade auf der Luft laufen. So, bitte geh nach da hinten. Komm nicht zu mir. Ich war nur freie Schussbahn auf ihn. Perfekt. Jetzt sind es nur noch die Scharfschützen. Ja, hier trifft man sehr gut, ne? Ja, ich mach deinen Schutz ein bisschen kaputt. So, hoffentlich bewegt sich der als erstes. Und zack. Natürlich hat er perfekte Schussbahn auf mich. Ich mache erstmal den Schutz von denen weg. Eventuell. Natürlich habe ich jetzt perfekt getroffen. War ich den tot. Dann treffe ich natürlich die Wand. Warum war das so klar für mich?
Die sind gerade außer Reichweite gekommen. Und die stehen da auch generell sehr doof. So, so nah wie möglich ran. Am besten aber so, dass ich mich auch noch verteidigen kann. So, raus aus eurer Deckung, verdammt nochmal. Ist ja schon nicht mehr koscher, was hier passiert. So, brennt. Grätsche. Dich grätsche ich weg. Let's go, Brudi. Mach dir fertig. Mann, war das eine Schlacht. Habe ich wenigstens noch was bekommen dafür? Nur Sternteile. Ich finde nicht, dass sich das gelohnt hat. Ich bin hier noch in einem weit im Höhenabschnitt. Wo ich nicht hochkomme. Mal die Karte angucken. Bisher haben wir alles mitgenommen. Da oben ist jetzt Waffenbrüder. Ja. Da oben ist was für mich. Das kann so bleiben. Das muss nach unten. Ist hier was zu mitnehmen für mich? Ich kann das nicht von oben aus aktivieren, das ist klar. Da ist eine Feuerschale umgekippt. Wird einem sehr schnell warm. So, herunter damit. Und gönnen. Dauert wohl noch ein bisschen, bis wir mehr Story bekommen. Schade, ich hatte die Hoffnung, dass man damit jetzt was machen kann. Säulen des Wolfes. Da wäre Waffenbrüder. Kann ich von hier aus runter? Nee, von wo aus kommt man denn da hin? Okay, den Kampf mache ich jetzt nicht, weil der das Zeitbudget für heute platzen würde. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!